Zunächst mal möchte ich die Podiumsteilnehmerinnen hier alle vorstellen. Ich fange an mit Albert Gebou. Albert Gebou ist Journalist und lebt in Niamey, das ist die Hauptstadt des Niger. Und er ist Chefredakteur des Journals Alternativ und Gründer des Medienprojektes Alternativ Espace Citoyen. Seit, ich glaube, mindestens der Anfang der 90er Jahre arbeitet er journalistisch und aktivistisch zu Fragen der Migration. Er ist Experte für die Trans-Sahara-Route, die ja immer mehr an Bedeutung gewinnt für Migrantinnen aus Afrika, und engagiert sich für die Gründung eines Alarmphone du Désert, also eines Wüstennottelefons. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt Ousmane Diarra. Er ist Mitgründer und Präsident der abgeschobenen Selbstorganisation AMÖ in Bamako, der Hauptstadt Malis. Wir von Medico arbeiten seit ungefähr 10 Jahren mit der AMÖ zusammen. Sie existiert aber schon seit 20 Jahren inzwischen. Alle Mitarbeiterinnen dort haben selbst Abschiebeerfahrungen gemacht und kümmern sich jetzt um Menschen, die nach Mali deportiert werden. Und gleichzeitig streiten sie international für Bewegungsfreiheit in Westafrika und darüber hinaus und gegen den Einfluss des europäischen Grenzregimes, der europäischen Migrationspolitik. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten sitzt Rex Osa. Rex Osa ist 2005 als politisch Verfolgter in Nigeria nach Deutschland geflohen und engagiert sich seit über 10 Jahren in verschiedenen Initiativen und kritisiert die deutsche Flüchtlingspolitik. Er ist Aktivist aus dem Karawanennetzwerk und Gründer von Flüchtlinge für Flüchtlinge in Stuttgart. Empowerment, Selbstbestimmung und Selbstorganisation von Geflüchteten sind sein Anliegen. Herzlich willkommen. Dann kommt Christian Jakob, Redakteur der TAZ. Arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema Migration. Er hat maßgeblich mitgewirkt am Rechercheprojekt Migration Control, was sich auf taz.de findet, in dem Informationen über die Auswirkungen der europäischen Migrationspolitik auf Afrika zusammengetragen wurden. 2016 hat er das Buch Die Bleibenden veröffentlicht, ein Buch zur Geschichte der Flüchtlingsbewegung. Und für Oktober dieses Jahres ist das Erscheinen seines Buches Diktatoren als Türsteher über die EU-Migrationspolitik geplant. Auch ihm herzlich willkommen. Ja, 2017 scheint ein Afrika-Jahr zu sein. Alle schauen nach Afrika. Die EU startet eine Afrika-Offensive und auch auf die Bundesregierung will die Afrika-Politik voranbringen. Gleich 3 Ministerien haben Pläne und Programme für Afrika vorgelegt. Das Entwicklungsministerium den Marshallplan mit Afrika, anfangs hieß er wohl für Afrika. Das Wirtschaftsministerium die Initiative pro Afrika und das Finanzministerium den Compact mit Afrika. Letzteres wird vermutlich am meisten Gewicht haben. Der ist bereits Konsens auch unter den G20-Finanzministern und wird weiter diskutiert werden. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung Afrika in diesem Jahr auf die Agenda verschiedener internationaler Treffen. Vor 2 Wochen fand in Berlin die G20-Afrika-Partnerschaftskonferenz statt. Das G20-Präsidentschaftsprogramm der Bundesregierung für das Gipfeltreffen in Hamburg nächste Woche hat einen Schwerpunkt Afrika, und auch das Global Forum on Migration and Development, was momentan in Berlin stattfindet, hat auch einen Fokus auf Afrika. Hinzu kommt die Afrika-Offensive der EU. Spätestens seit dem europäisch-afrikanischen Gipfeltreffen in Valletta im November 2015 steckt die EU verstärkt Geld, Entwicklungshilfegelder in Grenzschutzmaßnahmen in Afrika und benutzt auch Entwicklungsmittelgelder als Druckmittel, um afrikanische Staaten zur Kooperation beim Migrationsmanagement zu bewegen. Ja, woher kommt das gesteigerte Interesse für Afrika? Da gibt es sicher verschiedene Gründe für. Ein wichtiger Grund ist die gestiegene Zahl von Flüchtlingen und Migrantinnen, vor allem in 2015. Das wird oft ungut verbunden mit einer Angst vor Terror, die damit hierher gebracht wird. Und nicht zuletzt geht es darum, sich den Zugriff auf Ressourcen in Afrika zu sichern, neue Anlagemärkte zu eröffnen und sich von China und anderen aufkommenden Staaten nicht den Rang abkaufen zu lassen.
Ich würde jetzt gerne mit einer ersten Fragerunde beginnen, unter dem Schwerpunkt Investitionen statt Hilfe, weil das ist was, was sich gerade bei verschiedenen Foren durchzusetzen scheint, unter anderem bei der G20-Partnerschaftskonferenz, die hier vor 2 Wochen stattgefunden hat. Christian Jakob war dabei. Kannst du uns deine Eindrücke schildern? Hört man mich jetzt? Es ist in der Tat so, dass es gerade eine wahnsinnige Ballung gibt an Afrika-Initiativen aller Orten. Ramona hat das ja gerade schon geschildert, dieser G20-Afrika-Partnerschaftsgipfel, der war nur ein Ereignis in einer langen Serie von solchen Zusammentreffen in diesen Monaten. Das gab es in der Form noch nie. Also bei früheren G20-Konferenzen hat es vorher keinen vorgeschalteten Afrika-Gipfel gegeben wie jetzt. Das ist eine Initiative der deutschen Bundesregierung. Angela Merkel hat vor ungefähr 1,5 Jahren entschieden, sich also auch in Zukunft mehr um Afrika zu kümmern. Das hat in der Tat zwei parallel laufende Stränge. Das eine ist der Versuch, die Migration, die irreguläre Migration aus Afrika einzudämmen, zu behindern, einzuschränken. Und das andere ist, der deutschen Wirtschaft Hilfe oder Nachhilfe dabei zu leisten, die afrikanischen Märkte sich zu erschließen, was sie in der Vergangenheit nach Auffassung der Bundesregierung nur unzureichend getan hat. Vor 2 Wochen im Gasometer sah es also so aus, dass eine Reihe von afrikanischen Präsidenten eingeladen war. Das waren nicht irgendwelche, sondern zwei Sorten von Staaten waren da. Das waren zum einen diejenigen, die sich bei den G20 gemeldet haben auf diese Initiative, die gerade schon angesprochen wurde, die Compacts mit Afrika. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Reformwettstreit. Also Deutschland, das deutsche Entwicklungsministerium, aber auch das Finanzministerium haben dazu aufgerufen, dass alle afrikanischen Staaten sich melden können, die bereit sind, Wirtschaftsreformen, Gesetzesreformen einzuleiten, um europäisches, internationales Kapital sozusagen zu sich zu locken, um bessere Investitionsbedingungen zu schaffen, auf verschiedenen Ebenen, rechtlicher Art im Wesentlichen, aber auch infrastruktureller Art. Und dann mit diesen Plänen konnte man bei der G20-Präsidentschaft sich melden. Es gab zuvor, im März war es, glaube ich, in Baden-Baden ein Treffen der Finanzminister. Da wurden zum ersten Mal also die Kandidaten gesichtet, die dann anreisen durften und präsentieren durften, wie sie in Afrika ihre eigenen Rechtswesen, das Investitionsschutzwesen, aber auch die Infrastruktur umzubauen, gedenken und wie die G20 ihnen dabei helfen sollen. Dann ist darüber nachgedacht worden, welche Staaten sich da also besonders positiv hervorgetan haben. Die Wahl ist auf 5 gefallen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ghana, Ruanda, Tunesien, Senegal und Ägypten, genau. Und zwei weitere sind in der Warteschleife, Äthiopien zum einen und den 7. muss ich jetzt gestehen, habe ich vergessen. Die Elfenbeinküste, genau, die Elfenbeinküste war auch noch dabei. Jedenfalls sind die sozusagen in der ersten Runde dieser sogenannten Reform-Champions. Dieses Wort stammt aus dem Mund vom Bundesentwicklungsminister Müller. Der hat, als er seinen Marshallplan für Afrika, der auf dieser Konferenz im Gasometer von den afrikanischen Gästen zum Merkel-Plan umgetauft worden ist, präsentiert hat, also diese Vokabel aufgebracht. Wir suchen Reform-Champions, mit denen wir dann Reformpartnerschaften eingehen sollen, damit es sozusagen noch mehr Reform eben gibt. Und gleichzeitig war auch noch der Präsident Nigers eingeladen. Niger ist kein Reform-Champion, aber Niger ist ein sehr wichtiger Transitstaat für irreguläre Migranten auf dem Weg nach Europa. Deswegen durfte er also auch dabei sein und sich da sozusagen in diese Reihe einreihen. Was heißt das ganz konkret? Diese Länder bekommen mehr Entwicklungshilfe. Das ist vom Wirtschafts- und Entwicklungsministerium erst so ein bisschen offen gelassen worden. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit haben sie es relativ klar gesagt. Die Devise heißt More for More. Also mehr Geld für die, die mehr Reformen machen. Reformen auf der einen Seite wirtschaftspolitischer Art, aber eben auch, und das ist der zweite Strang, der so ein bisschen über diesem ganzen Wirtschaftsinvestitionsthema liegt, Reformen in Sachen Migrationskontrolle. Die einen werden aus dem Topf des Wirtschaftsministeriums bezahlt, die anderen aus einem Topf der EU, der vor 1,5 Jahren aufgelegt worden ist. Der heißt Nothilfefonds für Afrika. Die Not liegt aber nicht auf afrikanischer Seite in diesem Fall, denn das Geld geht nicht an die Länder, in denen besonders große Not herrscht, sondern auf Seiten der Europäer, die der Meinung sind, dass die Flüchtlinge sie in Not bringen und deswegen die Länder dafür bezahlen, die besonders erfolgreich oder erfolgversprechend dabei mitwirken, ihnen die Flüchtlinge vom Hals zu halten. Der nigerische Präsident, also der Präsident von Niger,
ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was das für die afrikanischen Länder eigentlich heißt, was da zu holen ist. Angela Merkel ist im vergangenen Herbst da gewesen. Es war ein sehr ungewöhnliches Ereignis, dass deutsche Kanzlerin ein relativ armes, eher unbedeutendes, abgelegenes Sahelland besucht. Merkel hat das gemacht und hat also gesagt, wir haben großes Interesse daran, mit Niger zusammenzuarbeiten, insbesondere in Sachen Migration. Niger hat gesagt, sehr gerne, aber das wird teuer. Der Präsident hat da eine Summe gesagt, wenn die Route durch die Sahara, die viele Migranten nehmen, wenn die also dauerhaft überwacht werden soll, $1 Milliarde würde das schon kosten. Das war so die Verhandlungsmasse, die er da in den Raum geworfen hat. Merkel hat am Anfang 27 Millionen angeboten. Das ist jetzt ungefähr 9 Monate her. In der Zwischenzeit haben sich die Zusagen, die europäische Staaten oder die EU Niger gemacht haben, auf ungefähr 600 Millionen Euro addiert. Also es ist gar nicht mehr so weit weg von dem, was der Präsident von Niger da ursprünglich gefordert hat. Und das zeigt sehr deutlich, was da im Moment eigentlich an politischem Druck dahinter steht und wie sehr man also bereit ist, da solche Forderungen zu erfüllen. Das war lange Zeit nicht so. Viele werden sich erinnern daran, wie zäh und quälend und elend immer die Diskussionen darum waren, ob jetzt Deutschland und die anderen Industriestaaten ihre Entwicklungshilfe Selbstverpflichtung von 0,7% erreichen. Das war lange Zeit völlig außer Frage und wurde mal abgelehnt. Im Moment sitzt das Geld lockerer und das Portemonnaie wird also bereitwillig geöffnet, aber eben nicht für alle und auch nicht für die, die es am nötigsten haben, sondern für die, wo entweder besonders gute Renditen zu erwarten sind oder für die Staaten, bei denen man glaubt, dass sie bei der Migrationskontrolle helfen können. Das ist das eine. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird mit diesen Geldern gemacht? Also jetzt vor allem bei denen, mit denen, um die es bei diesem G20-Afrika-Partnerschaftsgipfel ging. Das sind zum einen Instrumente für deutsche oder westliche Exporte. Die werden damit gestützt. Exporte, die in Länder gehen, wo, sagen wir mal, die Investitionssicherheit fraglich oder ein bisschen wackelig ist. Da soll der Industrie mit Garantien geholfen werden. Wer dort investiert, der kann im Zweifelsfall auf Kreditgarantien zurückgreifen, hinter denen dann europäische Staaten oder die EU stehen. Und auf der anderen Seite sind das Hilfen für den Ausbau von wichtigen Infrastruktureinrichtungen, gerne auch in Form von Public-Private Partnerships. Also europäische Firmen kommen dahin, bauen beispielsweise Häfen, Bahnhöfe, Zugstrecken, Straßen, finanziert mit günstigen westlichen europäischen Krediten. Und das führt dann sozusagen zu einer langfristigen Verschuldung dieser Länder, aber eben auch zu einem günstigeren Klima für Investitionen, sodass dann hinterher weitere Firmen dorthin gehen können. Vielleicht soweit erstmal. Ja, vielleicht machen wir direkt mal weiter mit den Ländern, von denen du auch gesprochen hast. Niger, die sind nicht im Interesse einer Investitionspartnerschaft, nicht im Fokus einer solchen Partnerschaft. Hier geht es eher um Mobilitätspartnerschaften. Hier wird eben Geld in die Hand genommen, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen über die Trans-Sahara-Route nach Europa kommen. Da würde ich jetzt gerne Albert fragen, was die Konsequenzen der europäischen Politik für Niger sind und die Transmigranten, die durch Niger kommen. Le Niger, justement, aujourd'hui sur les projecteurs. Vielen Dank für diese Frage. Also ja, das stimmt. Niger steht im Zentrum des europäischen Interesses. Warum? Es liegt vor allem daran, dass nach den Statistiken 90% der Migranten aus den Ländern südlich der Sahara durch Niger reisen, um dann von Agadez aus weiter nach Libyen zu reisen. Und von dort aus, von Libyen aus, dann nach Europa. Es hat dazu geführt, dass ein starkes Interesse in der EU für Niger geweckt wurde. Und wie Christiane schon gesagt hat, das erste Mal, wo Merkel in Niger war, hat sie 27 Millionen Euro versprochen. Einerseits für Infrastrukturprojekte in der Region Agadez, aber auch für die Aufrüstung, um eben Migration abwehren zu können. Wir haben mit einer besorgniserregenden Situation zu tun, weil Niger auf eine Art zu dem Vorbild wird in puncto Grenzüberwachung. Aber wir sehen, dass Niger gegen die Verträge agiert, die er in der Vergangenheit unterschrieben hat, unter anderem das Abkommen, das ECOWAS-Abkommen zu freien Personen- und Warenverkehr. Heutzutage gibt es viele Leute, die nicht verstehen, warum es keine Freizügigkeit mehr gibt in Niger. 2015 gab es auch weitere Entwicklungen und ein
Vorgehen auf juristischer Ebene gegen Menschenschmuggel. Was heißt das konkret? In Agadez wurden viele Schlaflager für Migranten geschlossen. Und die Menschen, die Migranten transportieren, werden auch regelrecht verfolgt und es gibt ein Jahr gegen sie sozusagen. Zwischen April dieses Jahres und jetzt sind mehr als 50 Migranten aus diesem Grund gestorben. Also was wir gesehen haben, ist, dass die Europäische Kommission Niger beglückwünscht hat für seine Fortschritte im Bereich Migrationsüberwachung und Repression der Migration. Was wir auch sehen, ist, dass laut Statistiken der IOM, der Internationalen Organisation für Migration, es tatsächlich einen Rückgang der Zahl gibt der Menschen, die durch Niger gehen, um weiter zu verreisen. Zwischen Januar und April 2017 gibt es 51.000 Personen, die zurück nach Niger gekommen sind, während nur 22.000 also Niger verlassen haben. Was wir aber sehen, ist, dass diese Zahl manche Personen nicht berücksichtigt, beziehungsweise manche Routen nicht berücksichtigt, weil zwischen April und Juni 2017 weiterhin nach Statistiken der IOM circa 600.000 Menschen zurückgewiesen wurden in der Region zwischen Libyen und Niger, weil es dort verstärkt militärischen Truppen gibt, die die Region überwachen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass viele Fahrer verhaftet wurden. Ungefähr 100 Menschen sitzen jetzt im Gefängnis, weil sie eben Migranten transportiert haben und circa 200 Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Es gab eine öffentliche Erklärung, die von den lokalen Vertretern der Region Agadez veröffentlicht wurde, in der sie sich an die EU und an die nigerische Regierung gewendet haben und gesagt haben, Niger bekommt zwar viel mehr Gelder zurzeit, aber sie sehen in der Region überhaupt nichts davon. Viele Menschen verstehen nicht, warum diese Fahrer verhaftet werden, warum die Fahrzeuge beschlagnahmt werden, obwohl sie jahrelang gespart haben, um diese Fahrzeuge kaufen zu können. Man muss dazu sagen, dass mittlerweile der Transport zu Migranten zu einer Alternative zu Tourismus geworden ist. Agadez war früher eine Region mit einem starken Tourismus. Jetzt mit der Terrorgefahr ist es auf jeden Fall zurückgegangen. Genau, und die Bevölkerung versteht nicht, warum diese Maßnahmen durchgeführt werden und ist auch sehr aufgebracht. Der nigrische Innenminister, also sogar vor Ort, ist dorthin gefahren, um eben die Bevölkerung zu beruhigen. Vielen Dank. Ich würde jetzt die nächste Frage gerne an Usman richten. Mali steht schon länger im Fokus der Migrationspolitik Europas. Seit einiger Zeit wird mit Mali über ein Rückübernahmeabkommen verhandelt und über den Einsatz von europäischen Passersatzpapieren, um Menschen leichter abschieben zu können nach Mali. Für die Malier ist die Route über Niger auch eine sehr wichtige Route. Daher die Frage an Usman, wie verhält sich die AMÖ, also die Organisation, für die du arbeitest, zu diesen Bemühungen, Rückübernahmeabkommen mit Mali zu unterzeichnen? Und was bedeutet es, dass die Route über Niger immer schwieriger zu durchqueren wird? Okay, merci, merci beaucoup, la moderatrice ou la présidente de Science. Ja, vielen Dank an die Moderatorin. Ich bin Usman Diarra, ich bin aus Mali und ich arbeite innerhalb einer Organisation, die sich für die Rechte der Migranten einsetzt. Die Frage ist auf jeden Fall sehr wichtig, die Frage der Rücknahmeabkommen, die die EU mit Mali unterschreiben möchte. Die Organisation, für die ich arbeite, ist selbst organisiert. Also was ist die Position der AMÖ in Bezug auf die Rücknahmeabkommen? Wir sind auf jeden Fall gegen alle Abkommen, die nicht zum Vorteil der Migranten sind. 2006 kam Sarkozy, damaliger französischer Innenminister, nach Bamako, um das Konzept der gewählten Migration vorzustellen. Die AMÖ mit der malischen Zivilgesellschaft zusammen hat stark dagegen mobilisiert, um Sarkozy zu zeigen, dass sie gegen die Unterzeichnung solcher Abkommen sind. Wir sind also gegen jegliches Rücknahmeabkommen, aber dieses Abkommen ist wahrscheinlich trotzdem schon unterzeichnet worden. Man muss wissen, dass
2000 die AKP-Länder das Cotonou-Abkommen unterschrieben haben. Und dieses Abkommen sieht ein solches, hat eine solche Klausel. Dieses Abkommen sollte 2015 geändert werden und neu verhandelt werden. Leider kam der Valletta-Gipfel dazwischen. Also genau, das Cotonou-Abkommen war eine Wirtschaftspartnerschaft. Damals haben sich viele Intellektuellen, Studierenden und auch große Teile der Zivilgesellschaft haben dagegen mobilisiert. Ich habe es auch schon erwähnt, dann kam auch 2015 der Valletta-Gipfel. Danach wurde der EU-Nothilfe-Treuhandfonds gegründet. Dieser Fonds meines Wissens beläuft sich zurzeit auf 2 Milliarden Euro. Es gibt also zurzeit ein Wettrennen in Afrika, weil alle Länder ihr Stück vom Kuchen haben wollen sozusagen. Wir sehen auch, dass internationale NGOs, die in unseren Ländern arbeiten und auch in Mali arbeiten, wie zum Beispiel die IOM, versuchen, Gelder zu bekommen im Rahmen von Projekten zur Migrationsabwehr. In Valletta wurde darüber gesprochen, dass es darum geht, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Aus unserer Sicht sind diese Fluchtursachen vielfältig. Es geht um Konflikte, es geht auch um schlechte Regierungsführung und um eben Flucht zu bekämpfen oder Migration zu bekämpfen, geht es nicht darum, einfach nur Routen zu überwachen. Also es wurden mir schon eigentlich 2 Fragen gestellt. Ich habe noch nicht angefangen, sie zu beantworten. Ja, die Frage des Laissez-Passer, also diese Passersatzdokumenten, die von der EU selbst ausgestellt werden. Über diese Dokumente muss die EU nicht mehr sich in Kontakt setzen mit dem jeweiligen Konsulat, um Reisedokumente zu bekommen für die Personen, die abgeschoben werden sollen. Es gibt noch kein Rücknahmeabkommen mit dem malischen Staat. Wir haben gehört, dass es eben diese Versuche sollen und wir haben eben dazu mobilisiert und verschiedene Minister kontaktiert und auch Abgeordneten der Opposition, die sich dann bei der Regierung gemeldet haben und gefragt haben, was jetzt der Stand ist. Der malische Staat sagt offiziell, dass kein Abkommen unterschrieben wurde und dass solche Dokumente nicht angenommen werden vom malischen Staat. Wir haben aber als Organisation 2 Personen kennengelernt, die zu uns gekommen sind, die mit solchen Dokumenten abgeschoben wurden. Eine Person wurde mit diesem Laissez-Passer von Frankreich aus abgeschoben und eine von Schweden aus. Hier seht ihr Kopien eben von diesem Dokument, von diesem Passersatzdokument, die von der EU ausgestellt wurden. Wir haben danach stark protestiert und wir haben zum Glück es geschafft, dass der malische Staat uns gehört hat. Es gab dann weitere Versuche, also Personen mit solchen Passersatzpapieren abzuschieben, aber sie wurden nicht angenommen und wurden zurückgeschickt nach Frankreich. Die Frage des G20 mit der G20-Afrika-Partnerschaftskonferenz, wen haben wir da gesehen? Im Grunde genommen haben wir da keine Organisation gesehen, die sich für die Rechte der Migranten einsetzen, sondern nur Wirtschaftsagenten, die dort mit europäischen Politikern und afrikanischen Politikern unterhalten haben. Vielen Dank. Eine Frage an dich, Rex. Wir haben jetzt über Rückübernahmeabkommen gesprochen. Anita, das betrifft natürlich viele Menschen jetzt hier, die vor einer Abschiebung stehen oder dazu gedrängt werden, sich für eine freiwillige Rückkehr zu entscheiden. Meine Frage an dich ist jetzt, was bedeutet es, dass es immer mehr Abschiebungen gibt momentan, großen Druck, Menschen abzuschieben nach Afghanistan, aber eben auch in afrikanische Länder? Und was hältst du von dem Konzept der sogenannten freiwilligen Rückkehr? Ja, okay. Ja, es gibt keine freiwillige Rückkehr, das weiß man. So die Frage ist, wie frei ist diese Wille, freiwillig wieder in Heimat zu gehen? Das ist einfach nur die neue Form von Abschiebung. Weil, so wie Usman schon vorher gesagt haben, es gab auch schon viele Proteste, viele verschiedene Widerstand gegen Abschiebung und zurzeit funktioniert die Abschiebung nicht wie auch die
Bundesregierung beispielsweise die EU-Regierung auch wollte. Und deswegen versuchen die auf verschiedene Art die Leute einfach zu zwingen, einfach nur diese freiwillige Rückkehrangebot mitzunehmen. So, ich gehe einfach zu diesem Papier, der Usman schon gezeigt haben. Es ist auch interessant, das ist ein richtiges Zeichen von was jetzt passiert. Das ist eine alte Geschichte auch von Deutschland. Wir haben auch solche Dokumente, haben wir auch schon erfahren, dass Leute werden auch in Heimatland abgeschoben mit einfach solche Papiere. Das war einfach nur eine sogenannte Grenzübertreten. Papier, aber jetzt wird auch als einfach eine EU-Strategie sein. So, das heißt, dass die deutsche Politik wird auch verbreitet als eine EU-Strategie-Maßnahme. Das kann man jetzt sehen. So, zurzeit ist diese freiwillige Rückkehr die in verschiedenen Namen. So wie gestern haben wir auch, wie in den USA, es kommt mit Assisted Returns. So, wie kann man Abschiebung verschonen und so. Dann ein Beispiel, wie Leute aus Syrien, eine sogenannte Kriegsgebiet, ja, das ist die Gruppe von Leuten, die auch hohe Chancen zu Bleiberecht hier haben, aber trotzdem. Manche geht wieder zurück, weil es für die auch einfach nur unglaublich, dass die auch in dieser Situation ihr Leben, zu, auch die Leute, die schon Papier haben, könnte ihre Familie hier nicht holen, weil es gibt einfach nur ein Recht, der auch die Möglichkeit nicht geben, dass die Familie hier kommen könnte. So einfach nur vom Gipfel, G20-Gipfel bis zum GFMD und alle anderen, es geht um nicht andere, aber eine Art von massiven Abschiebung von Menschen aus innerhalb Europa. Das ist einfach das Ziel. Ich würde jetzt noch gerne eine kleine zweite kurze Fragerunde anschließen, bevor Sie dann auch gerne Fragen stellen könnt und ihr. Und zwar würde ich gerne auf das Global Forum on Migration and Development nochmal eingehen, was ja im Moment hier in Berlin stattfindet. Erstmals unter dem Vorsitz von zwei Ländern, Deutschland und Marokko. Das Forum wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen und es geht dabei darum, vor allem auch, wie Arbeitsmigration entwicklungsfördernd gestaltet werden kann. Also es geht um eine Form von Migration, die wirtschaftlich nutzbar gemacht werden kann. Und auch bei Entwicklung geht es da um Begriff von einer wirtschaftlichen Entwicklung. In diesem Jahr soll bei dem Forum ein Global Social Contract on Migration and Development entwickelt werden. Und daher möchte ich jetzt noch eine ganz kurze Fragerunde an alle richten zum Thema Migration und Entwicklung. Vielleicht zuerst nochmal an dich, Rex. Es wird auch behauptet, dass Rückkehrerinnen einen positiven Beitrag zur Entwicklung ihrer Länder leisten können. Und das wird auch im Moment auf dem Global Forum diskutiert. Was hältst du von dieser Einschätzung und was kann so ein Global Forum on Migration and Development deiner Meinung nach bringen? Ja, gestern waren wir in einer Veranstaltung, die vom Board for the World organisiert ist, an einen Vertreter der Bundesregierung, sogenannt vom BMZ, Bundesministerium für Zusammenarbeit. Sie ist auch dabei in der Vorbereitung der GFMD. Hat auch deutlich gesagt, dass es gibt 4 Ziele Deutschland in diese GFMD. Zuerst ist einfach nur Fluchtursache zu bekämpfen. Haben wir Fragen gestellt, wie hat sie das? Keine Antwort gegeben. Aber das zweite Ziel war einfach, dass die Regierung, die Ziel ist einfach ein Versuch, dass Menschen, die migrieren sollten oder fliehen sollten nicht weit weg von ihr Heimatland fliehen. Das heißt, dass die versuchen, die Leute innerhalb ihre Region einfach nur zu gehen, einfach nicht weiter. So, das ist ein deutliches Signal, dass die Grenzpolitik von der EU geht einfach weiter in die Heimatland. So wie Niger ist ein Selection Center, wir wissen schon. Und so, das ist ein klares Signal. Also die GFMD jetzt ist einfach nur sogenannte Entwicklungspolitik, wie die auch Entwicklung in die sogenannte Lande des Südens einfach unterstützen. Aber einfach, es geht um einfach diese Geschäft. Wie können wir diese Lande unterstützen und dann
die Regierung erpressen, dass die einfach nur ihre Landsleute akzeptieren könnte, so wie schon vorgestellt. So, das ist einfach nur das Geschäft. Wie können wir diese Leute einfach innerhalb ihr Land halten und auch dann wählen wir, wer hier kommen darf oder wer nicht. Das ist einfach nur, gestern haben wir auch schon Informationen auch von den Vertretern der Bundesregierung, hat sie auch gesagt. Wir versuchen verschiedene Verträge, so wie wir versuchen Leute aus Marokko auszubilden in Hoteldienstbereich, damit die einfach nur, das ist einfach Entwicklungspolitik. Und dann haben Leute gefragt, denn Hotelmanagement. Warum Hotelmanagement? Sagen die, dass es geht um was profitabel ist, auch in Heimatland und auch hier in Deutschland. So, das heißt, denn an die Frage war einfach, wir glauben, dass diese Bildung braucht nicht viele Leute in Hotelmanagement-Dienst in Marokko. Das heißt, dass die versucht einfach nur solche Leute einfach auszubilden und dann wieder nach Deutschland zu holen. Denn am Ende, die brauchen Leute, die nicht lange hier bleiben dürfen. Einfach nur ein paar Jahre, dann gehen die wieder zurück. Das passiert schon lange mit verschiedenen Ländern, so wie Philippines, und so in Philippines haben die auch versucht, auch so wie Krankenschwester einfach von den Philippines hier zu holen, aber die werden auch in eine Altersheim am Ende arbeiten. Und auch dann, wenn es ein Jahr ist, die haben keine Möglichkeit, Arbeitsplatz mehr, dann gehen wieder zurück. So die Frage geht immer, was macht man mit den mehr als 200.000 Leute hier? Die Leute sind auch nicht einfach nur, die sind einfach nur Migrantarbeiter. Die sind Leute, die gebildet sind, die haben verschiedene Fähigkeiten. Ne? Viele könnten auch in diesem Hoteldienst auch arbeiten. Die könnten in Altersheim auch arbeiten, wenn man das sagt. Aber trotzdem, die wollen diese Leute nicht, weil die wollen nur einfach diese Selection machen. Einfach, wir wählen, wer wir wollen. Und dann, es ist einfach nur nicht langfristig. Wir brauchen einfach nur Leute, die auch kurzfristig hier bleiben und dann gehen wieder zurück. Das ist einfach nur was. Aber die GFM, die könnte bedeuten für uns gar nichts. Es geht einfach nur einfach diese Strategie, wie man weiter diese Selection sowie diese Marktpolitik auch einfach nur zu vertiefen. Oui. Ja, die Frage der Verbindung von Migration und Entwicklung ist auf jeden Fall eine alte Debatte, die auch schon vor mehr als 20 Jahren geführt wurde. 2003 hatte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen über globale Migrationsprozesse. Es hat dazu geführt, dass er 2006 einen Sonderberichterstatter zur Migrationsfrage ernannt hatte, was schlussendlich zur Gründung dieses Global Forum on Migration and Development geführt hatte. Dieses Forum, was ist die Idee, die dahinter steckt? Erstens geht es darum, zu glauben, dass es die Unterentwicklung ist, die die Jungen unserer Länder nach Europa treibt. Zweitens die Idee, dass wenn wir Armut bekämpfen, es keine Migration mehr geben wird. Aus meiner Sicht braucht es aber eine gemeinsame Reflexion aller beteiligten Akteure aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft und aus der Politik, um eine bessere Migration zu gestalten. Wir sehen, dass heutzutage Niger mit allen Kräften gegen Migranten vorgeht, aber paradoxerweise hatte das Land 2012 ein nationales Forum der Diaspora gegründet. Warum? Laut Statistiken der Weltbank gibt es jährlich 78 Millionen Dollar, die von Ausland Niger in das Land zurücküberwiesen werden. Und es geht dabei nur um die formellen Rücküberweisungen. Ich glaube, die informellen Rücküberweisungen sind viel höher. Und 61% dieser Überweisungen kommen aber aus Afrika. Das heißt, sie kommen von Nigra, die in anderen afrikanischen Ländern leben.
Wir sehen also, dass wir mit einer widersprüchlichen Situation zu tun haben. Niger wollte die Diaspora zu der 9. Region des Landes machen, aber gleichzeitig bekämpft es jetzt zurzeit Migration mit allen Mitteln. Also zurück zu Kofi Annan. In einer Ansprache vor dem Europäischen Parlament 2004 hatte er erklärt, die Mehrheit der Migranten stellen eine Chance für Europa dar. Die Migranten braucht Europa, Europa braucht die Migranten. Ein geschlossenes Europa wäre ein schwächeres Europa und ein älteres Europa. Migranten sind nicht ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Ich glaube, dass diese Vision sehr zutreffend ist und dass es genau diese Vision ist, die wir aufnehmen sollten in einem Forum für Entwicklung und Migration. Wir wissen, dass es bei diesem Forum darum geht, ein Global Compact zu entwickeln. Ich bin sehr skeptisch, was das Ergebnis betrifft, weil wir wissen ja, dass die IOM sehr stark an diesem Forum beteiligt ist und wir kennen auch das Verhältnis zwischen der IOM und der EU. Das ist die internationale Organisation für Migration, die auch sehr stark für, ja, im Bereich der Rückführung tätig ist. Und zurzeit sehen wir, dass die IOM eben die europäische Migrationspolitik umsetzt in den afrikanischen Ländern und versuchen eben afrikanische Migranten davon abzubringen, ihre Länder zu verlassen. Ja, vielen Dank. Nochmal an dich, Usman. Die Frage auch, Albert hatte schon angesprochen, dass viele afrikanische Länder angewiesen sind auf die Rücküberweisung von Migrantinnen aus dem Ausland. Und gleichzeitig sind sie jetzt gehalten. Es kommt Druck von Seiten der EU, die Grenzen zu schließen und Migration zu verhindern. In Mali stehen Wahlen an. Es gibt von Seiten der Bevölkerung deutlich den Wunsch, dass Migration weiterhin möglich sein soll. Wie sieht es für Mali aus, das Verhältnis von Migration und Entwicklung? Und was denkst du, was kann das Global Forum bringen? Ja, aus meiner Sicht ist Migration sehr eng verbunden mit Entwicklung, aber aus meiner Sicht geht es eben um die Entwicklung der Migranten selbst. Wir sehen, dass es in Mali, dass Migrations dem Land auf jeden Fall sehr viel gebracht haben. In der Kai-Region zum Beispiel haben die Migranten sehr viel investiert. Sie haben Wasserstellen aufgebaut, Schulen, Krankenhäuser. Aber wir sehen, dass die Version der EU oder wie dieses Verhältnis gedacht wird, nichts mit unserer Vision zu tun hat. Wir sind für Freizügigkeit. Wir glauben, dass die Freiheit zu bleiben und zu gehen, wenn man will, zu Entwicklung führen wird. Was die EU aber will, ist eine Migration, die sich nur innerhalb des afrikanischen Kontinents abspielt. Und gleichzeitig versucht es auch, eine Zusammenarbeit zu gestalten, aber vor allem im Bereich des Zugangs zu Ressourcen oder auch, wir sehen, dass wir viel mit Land-Grabbing-Phänomenen zu tun haben. Das Global Forum on Migration und in Development, wenn wir wirklich ein solches Forum gestalten wollen, dann wäre es wichtig, dass die Migranten das selber organisieren und selber zeigen können, was sie brauchen, um ihr Leben zu verbessern im Zielland, aber auch im Herkunftsland. Und auch um zu gucken, wie sie im Zielland einen Beitrag leisten können und wie sie im Herkunftsland einen Beitrag leisten können. G20, was haben wir gesehen bei dieser Partnerschaftskonferenz? Wir hatten vor allem vor Ort Wirtschaftsagenten. Der Vorsitzende der malischen Industrie- und Handelskammer war auch anwesend. Für uns hat das nichts mit Migration zu tun und auch nicht mit Entwicklung. Für uns ist klar, die multinationalen Großkonzerne aus unserem Land brauchen keine Entwicklung. Eine allerletzte Frage jetzt noch an dich, Christian, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also eine weitere Verbindung von Entwicklung und Migration ist ja, dass Entwicklungshilfegelder eingesetzt werden für die Migrationskontrolle. Ihr habt das in eurem Projekt Schengen für uns, Zäune für Afrika untersucht. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben? Ja, Sie haben das in der Tat versucht, in den letzten anderthalb Jahren zu verfolgen, wie die EU sich da in Richtung Afrika migrationspolitisch auszuweiten versucht. Und es ist wahnsinnig schwierig, da den Überblick zu behalten. Es gibt an allen Ecken und Enden unterschiedlich geartete Versuche,
afrikanische Staaten in den europäischen Grenzschutz einzugemeinden. Zum Teil kommen, also gibt es dabei Fortschritte auf sozusagen Seiten, also aus Perspektive der EU, zum Teil nicht. Eine Sache, die bis heute überhaupt nicht funktioniert hat, ist dieser Wunsch, Rücknahmeabkommen, dass die unterschrieben werden. Das hat bislang kein afrikanisches Land getan, obwohl das sozusagen eine ganz zentrale Forderung der EU ist. Eine andere Sache, bisher nicht geklappt hat, ist die Anerkennung dieser europäischen Abschiebepapiere, der Laissez-Passés, von denen vorhin die Rede war. Es wird aber weiterhin verhandelt über diese Dinge und es wird auch weiterhin Druck gemacht und vor allem mit Geld. Dieser Fonds, von dem vorhin die Rede war, der umfasst nicht 2 Milliarden, sondern mittlerweile 2,8 Milliarden Euro. Vor ein paar Tagen war EU-Ratsgipfel in Brüssel. In dem Abschlusskommuniqué ist nochmal die Rede davon, dass man mit allen zur Verfügung stehenden Hebeln, damit ist vor allem Entwicklungshilfe gemeint, versuchen soll, die afrikanischen Staaten dazu zu bringen, diese Abkommen zu unterschreiben, diese Abschiebepapiere anzuerkennen, um da also Fortschritte zu verzeichnen. Manchen Ländern wie Italien geht das nicht schnell genug. Italien ist besonders stark von der Flüchtlingssituation im Mittelmeer betroffen. Italien hat letzten Mai, also vor einigen Wochen, die Innenminister von Libyen, von Tschad und von Niger eingeladen nach Rom zu einer separaten Verhandlungsrunde. Da gab es dann Ergebnisse. Das Ergebnis war, die Länder kriegen von Italien Geld und richten neue Flüchtlingsknäste ein für Leute, die in Richtung Europa unterwegs sind. Was Usman gesagt hat, die EU möchte nur Migration innerhalb Afrikas. Ich würde sagen, dass das nur bedingt stimmt. Eigentlich ist der EU auch Migration innerhalb Afrikas in gewisser Weise suspekt und sie möchte das, wenn es denn möglich ist, eindämmen. Die Veranstaltung heißt ja Freizügigkeit für Freizügigkeit in Europa, Grenzschutz für Afrika. Es ist tatsächlich so, dass die EU versucht, das Freizügigkeitsregime, das es ja in Westafrika gibt, die ECOWAS-Region ist ja eigentlich mit dem Schengen-Raum vergleichbar, da kann man sich über die Grenzen bewegen, ohne ein Visum zu beantragen, man kann sich niederlassen, kann arbeiten, das einzudämmen, weil das natürlich zur Folge hat, dass Personen, die in Richtung Mittelmeer unterwegs sind, das ungehindert tun können. Die EU hat verschiedene Wege oder versucht, verschiedene Wege einzuschlagen, damit das nicht mehr so wie in der Vergangenheit der Fall ist. Zum Beispiel durch den Aufbau einer Polizeidatenbank, durch das Training von westafrikanischen Polizeieinheiten. Die Bundespolizei beispielsweise ist jetzt in Niger, um nigrische Polizeibeamte auszubilden. Also die Bewegungsfreiheit, die Afrikaner eigentlich wollen, die Afrikanische Union möchte ja, dass ab 2018 es ein afrikaweites Freizügigkeitsregime gibt. Ein Pass für alle und kontinentweite Bewegungsfreiheit, steht diametral dem entgegen, was die EU will. Wenn man mit den Leuten, die beispielsweise die EU-Kommission in dieser Frage beraten, spricht, dann sagen die, ja, es ist nicht so, dass wir dagegen seien, aber es soll bitte schön alles kontrolliert sein, es soll verregelt sein, die Leute sollen nicht einfach so nach Norden sich bewegen können, sondern sollen Pässe vorzeigen können. Das ist sozusagen die Sprachregelung, mit der das dann versucht wird, sozusagen zu legitimieren. Das ist ein Weg. Ein anderer ist, dass also mit Regimen, die eigentlich für Entwicklungshilfe gar nicht mehr in Frage kommen, weil es ganz unstrittigerweise Diktaturen sind, zum Beispiel die Eritrea oder der Sudan, dass man im Rahmen dieser Migrationszusammenarbeit mit denen also doch ins Geschäft kommt und da sehr wohl auch Gelder hinausbezahlt. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Sudan jetzt Milizen, Flüchtlinge, die aus ostafrikanischen Ländern in Richtung Libyen und Ägypten unterwegs sind, aufhalten und zurückbringen, beispielsweise nach Eritrea und Äthiopien. Ein anderer Bereich, in dem man gerade ganz viel Druck aufbaut, ist die Biometrisierung der afrikanischen Infrastruktur, also Pässe und Grenzübergänge. Marokko ist da ein Beispiel, das ist ein Land, das sich jetzt bereit erklärt hat, sozusagen eure deutsche Biometrie-Technologie für Pässe und Passlesegeräte zu kaufen und gleichzeitig auch, das ist sozusagen der Hintergedanke bei der Sache, dabei mitzuwirken, wenn Marokkaner in Deutschland auftauchen, aber nicht eindeutig identifizierbar sind, dass dann Deutschland die Biometriedaten dahin schicken kann und Marokko eben so einen Datenabgleich macht und die Personen dann eben identifiziert. Es gibt genauso wie bei diesen Wirtschaftspartnerschaften auch die Tendenz dazu, dass Entwicklungshilfe sich konzentriert, weg von den Staaten, die es am nötigsten hätten, hin zu den Staaten, von denen man sich am meisten verspricht. Diese Losung, die da ausgegeben wurde, less for less, more for more,
Die gilt ganz genauso für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Länder, die mitmachen, sollen mehr kriegen. Länder, die nicht mitmachen, sollen weniger kriegen. Diejenigen, die keine Rolle spielen bei diesem ganzen Spiel, vor allem Länder, die sehr weit weg sind, die fallen hinten runter. Vielleicht ein letztes Beispiel. Uganda ist das Land, das im Moment den höchsten Zustrom an Flüchtlingen verzeichnet. Das liegt an der hohen Zahl an Konflikten in der Region, an der Hungerkatastrophe in Ostafrika. Ungefähr so viele Flüchtlinge wie nach Deutschland in den letzten anderthalb Jahren gekommen sind. Etwas über 1 Million sind auch nach Uganda gekommen. Uganda hat, ich weiß die genaue Zahl nicht, ungefähr 20 Millionen Euro von der EU für dieses Jahr in Aussicht gestellt bekommen. Das steht in einem absolut krassen Widerspruch und Missverhältnis zu der sozusagen Notlage, die da herrscht. Gleichzeitig werden Länder, bei denen man ein größeres politisches Interesse hat, dass sie die Leute zurückhalten, beispielsweise Niger, aber auch andere sehr, sehr stark finanziell unterstützt, aufgepäppelt, kann man sagen, um sie sich also gewogen zu machen. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich erstmal die Übersetzerin, die Dolmetscherin fragen, ob sie es noch schafft, ein paar Fragen aus dem Publikum zu übersetzen. Vielleicht eine Frage zum Thema Migration und Entwicklung. Klassisches Thema dabei ist Brain Drain, dass die Länder gut qualifizierte junge Menschen verlieren. Wie sehen hier die Leute auf dem Podium diesen Aspekt im Kontext Migration und Entwicklung? Gibt es noch eine weitere Frage? Wir haben ja eine Abschiebung sozusagen live miterlebt in 35 Tagen haben wir jeden Tag Wortmeldungen von zwei Menschen aus Mali bekommen, die abgeschoben wurden. Und wir haben nur natürlich immer noch Kontakt zu denen. Und Usman, du hast sie empfangen in Mali. Ich habe gehört, dass der Abgeordnete Gassama, der wollte, weil diese Personen also verletzt wurden und liegend abgeschoben wurden, der wollte eine Beschwerde einlegen. Ich weiß nicht, ich habe das ist abgebrochen. Ich wusste nicht, über welche Medien ich da Neuigkeiten erfahre, aber wurde etwas unternommen oder? Mich würde eigentlich noch interessieren, ob ihr noch ein bisschen mehr zum Alarmfon in der Wüste erzählen könnt und was es für andere Versuche gibt, gegen das Migrationsregime zu kämpfen. Okay. Genau, und mich würde interessieren, ob ihr noch ein bisschen mehr zu den Laissez-Passer-Pässen sagen könnt und wie da in juristischer Angelegenheit es aussieht, wie man von hier aus mit einer Klage bereits dagegen vorgehen kann. Also können Betroffene hier schon eine Klage mit dem Anwalt einreichen, ohne mit so einem Pass abgeschoben zu werden? Also die Frage nach dem Wüstentelefon würde ich, glaube ich, gerne an den Schluss stellen, um nochmal eine letzte Runde zu machen. Was kann man denn tun? Und da würde das Wüstentelefon vielleicht ganz gut reinpassen. Vielleicht erstmal an Usman diese konkrete Frage mit den zwei Abgeschobenen und dann nochmal an die anderen. Okay, merci beaucoup. Effectivement. Also ja, meine Organisation empfängt alle Malier, die abgeschoben wurden. Die meisten werden aber nicht mit einem Sonderflugzeug abgeschoben. Das war da aber der Fall. Also es wurde ein Sonderflugzeug bereitgestellt, das von Berlin nach Bamako geflogen ist, um zwei Personen abzuschieben. Für uns ist es unglaublich unvorstellbar, dass die deutsche Regierung ein solches Flugzeug organisieren kann. Wir haben diese zwei Personen im Flughafen am Bamako empfangen. Für sie ist es sehr schwierig, weil der eine war 14 Jahre schon in Deutschland, der andere 7 Jahre. Das heißt, sie haben eigentlich gar keine Bindungen mehr so wirklich im Herkunftsland und befinden sich jetzt in einer sehr schwierigen Lage. Unsere Befürchtung ist, dass wenn sie keine Unterstützung bekommen, sei es von NGOs oder von der malischen Regierung, dass sie traumatisiert werden, weil sie jetzt keine Hoffnung mehr haben. Sie bekommen keine Unterstützung. Sie waren ja selber die Unterstützung für ihre Familie. Dann kam noch die Frage nach dem Laissez-Passer und dem Brain Drain. Ja, also die Frage zum Brain Drain. Also der Brain Drain im afrikanischen Kontext sehen wir, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten oder die Uniprofessoren, die Ärzte, die Ingenieure sehr schlecht bezahlt werden und deshalb
Gehen Sie woanders hin? Gehen Sie ins Ausland? Weil genau Sie erwartet werden auf der anderen Seite. Es geht ja um dieses Stichwort gewählte Migration und sind genau diese Personen, die da gewollt sind. Es ist natürlich ein ganz großer Verlust für Afrika, dass diese Menschen dann in die USA oder nach Europa gehen. Aber das ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit selbst. Es ist klar, dass Afrika genau diese Brains braucht. Wir haben nicht genug Professoren an den Universitäten, aber eben, sie werden zu schlecht bezahlt. Aber was auch ein Problem ist, ist, dass unsere politischen Regimes auch oft Diktaturen sind und die Menschen können sich nicht frei äußern und gehen dann eben ins Ausland, um da Asyl zu erbitten. Das ist eine wahnsinnig zweischneidige Sache, in der unglaublich viel Heuchelei ist, dieses Argument mit dem Braindrain. Es ist natürlich wahr, dass es ein Problem für afrikanische Staaten sein kann, wenn junge, gut ausgebildete Leute das Land verlassen. Da wird aber immer sehr gerne sozusagen an das Verantwortungsgefühl appelliert, bitte bleibt doch da und baut eure Länder mit auf, wenn man die Leute hier nicht haben will. Das war zum Beispiel zu beobachten nach dem arabischen Frühling, als die ganzen Tunesier plötzlich rübergekommen sind. Da gab es dann viele Appelle, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt ist Demokratie und die brauchen euch, um das Land aufzubauen. Gleichzeitig macht Deutschland Werbekampagnen dafür, dass junge, gut qualifizierte Leute nach Deutschland kommen. Das heißt dann Make it in Germany, da sind eigene Portale eingerichtet, da gibt es eigene Ansprechstellen in vielen Ländern. Also wenn man wenn es darum geht, gut ausgebildete Leute hierher zu holen, dann ist das völlig okay. Wenn es darum geht, den Leuten die Migration auszureden, dann ist dann gerne mal die Rede vom Brain Drain und den Nachteilen und der Verantwortung, die die Leute für ihre eigenen Länder haben. Ich wollte nur kurz was ergänzen. Sogar unter den Menschen, die über Agadez und Libyen nach Europa kommen oder das versuchen, gibt es auch Hochschulabsolventen. Ich habe im Rahmen einer Reportage einen jungen Mann kennengelernt, der in Biologie promoviert hatte. Er hat mir erzählt, dass er nach Europa gehen will, um sich zu spezialisieren. Man sieht also, dass auch unter den Migranten, die gestoppt werden sollen, die verhindert werden sollen auf ihrer Reise, es auch Menschen gibt, die hochqualifiziert sind. Die Frage nach den Laissez-Passer, du hattest schon mal angefangen zu antworten. Oui, elle avait demandé, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Genau, die Frage, was man hier tun kann, wenn solche Passersatzpapiere ausgestellt werden, weil eben Menschen vor allem nach afrikanischen Ländern mit solchen Papieren abgeschoben werden. Die AME, wir haben vor kurzem 20 Jahre AME gefeiert und im Rahmen dieses Jahrestags haben wir eine Erklärung veröffentlicht, die Bamako-Erklärung. Und in dieser Erklärung stellen wir dar, wie Organisationen aus dem Norden und aus dem Süden zusammenkommen können, um eben gegen diese Rücknahmeabkommen und ihre Unterzeichnung zu kämpfen und gegen den Einsatz dieser Passersatzpapiere. Weil sie werden eben hier ausgestellt. Dieser Text wurde veröffentlicht, er muss noch verbessert werden, aber es könnte ein erster Schritt sein. Ich würde jetzt gerne eine letzte Fragerunde anschließen und zwar auch bezogen auf das Wüstentelefon, weil das ist ja ein Versuch, etwas zu tun. Und das wäre jetzt auch meine letzte Frage, was kann man denn tun und wie verhält man sich zu solchen Foren wie dem Global Forum on Migration and Development? Macht man da mit oder macht man was anderes jenseits dessen? Ich würde einfach bei Albert anfangen und dann der Reihe nach. Vielleicht sage ich nochmal kurz, bevor du übersetzt, zwei Sätze. Es gibt einen Alarmfonds für das Mittelmeer, das eben Notrufe von Menschen aufnimmt, die über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu gelangen und in Seenot geraten. Und die Menschen an diesem Telefon sind Ehrenamtliche, die die Anrufe entgegennehmen und dann die Küstenwache oder die zivile Seenotrettung mobilisieren, um die Menschen zu retten. Und sowas möchte man eben auch für die Wüste einrichten. Die Idee eines Alarmfunks für die Sahara, diese Idee ist entstanden bei einem Treffen, das in Tanger in Marokko stattgefunden hat, von Afrique Europe Interact organisiert, auch mit anderen deutschen Organisationen. Ich wurde zu diesem Treffen eingeladen und ich habe da zum ersten Mal von diesem Alarmfunk für das Mittelmeer gehört und von den Ergebnissen, dass eben viele Leben so gerettet werden konnten. Danach haben wir überlegt, ob wir was Ähnliches aufbauen können in der Region, also in der Wüste, die sich zwischen Niger, Libyen und Algerien erstreckt und haben diesbezüglich einen Workshop in Niamey organisiert mit verschiedenen Organisationen aus Niger, aus Mali und auch aus Burkina Faso.
Jetzt befinden wir uns noch in der Konzeptionsphase. Ich habe aber gehört vor kurzem, dass die IOM, also die Internationale Organisation für Migration, ein ähnliches Projekt schon auf die Beine gestellt hat. Vor kurzem, also die Migranten, die in den letzten Wochen in der Wüste gerettet wurden, wurden nicht vom Militär gerettet, was sonst der Fall ist, weil die Region sehr stark, also eine sehr starke militärische Präsenz hat. Es gibt dort französische, US-amerikanische und deutsche Stützpunkte. Deshalb sind es oft Militärs, die eben Migranten retten oder eben Leichen finden. Aber jetzt ist es die IOM, die anscheinend diese Aufgabe übernommen hat. Wir sehen, dass in der Region wirklich viel unternommen wird. Mittlerweile gibt es auch einen Vertreter von Frontex in Agadez. Und die EU-Mission EU-CAP Sahel hat vor kurzem den Bereich Migration aufgenommen, obwohl es zuerst als Mission für Terrorbekämpfung gedacht wurde. Usman, was kann man tun? Was tut die AMÖ und was erwartest du dir von sowas wie dem Global Forum on Migration and Development? Also das Global Forum on Migration and Development, es reiht sich in einer, also wir haben ja schon so viele Foren erlebt und die Ergebnisse waren oft negativ. Wir brauchen allerdings eine Verbesserung. Was sehen wir? Wer sind die Menschen, die dort fehlen bei diesen Foren? Es sind die Migranten selbst, die heutzutage mit Problemen konfrontiert werden, mit gravierenden Problemen, weil sie nicht wissen, wie sie ein Leben aufbauen können in den Zielländern und auch Schwierigkeiten haben, das Leben wieder aufzunehmen, wenn sie abgeschoben worden sind. Migration ist zu einer komplexen Frage geworden. Wir haben viele Projekte erlebt, 2000 das Cotonou-Abkommen, danach der Rabat-Prozess, viele Projekte, die für uns unverständlich bleiben. Das heißt, die Schlüsselakteure sollen sich an diesen Veranstaltungen beteiligen und zeigen, welche Entwicklung sie wirklich brauchen. Was wir sehen, ist, dass die heutige Europapolitik dazu führt, dass viele Menschen im Mittelmeer sterben. In Afrika sagen wir, wenn es Europäer gewesen wäre und wenn nur ein oder zwei Europäer im Mittelmeer ertrunken wäre, dann hätte die Erde gebebt. Aber wir sehen, dass nichts passiert, obwohl es mutige Menschen sind, die sich auf den Weg machen, um vor dem Krieg zu flüchten. Die Frage der sogenannten freiwilligen Rückkehr, wir sehen, dass es da eben eine Änderung gibt in Bezug auf die Begrifflichkeiten, die verwendet werden. Wir erwarten davon aber gar nichts. Aus unserer Sicht, was wir tun können, ist, dass die Zivilgesellschaft in Europa mit der Zivilgesellschaft in Afrika zusammenarbeitet, damit wir eine gute Antwort entwickeln können. Und auf gar keinen Fall ist die gute Antwort das Global Forum on Migration and Development. Rex, du hast auch schon gesagt, dass du dir nicht viel davon erwartest, von dem Global Forum. Was sind deine Forderungen, Erwartungen, was kann man tun? Ja, kurz. Okay. Jetzt, ich werde auch zuerst auch eine Ergänzung zu diesen Brain-Drain-Fragen auch etwas sagen. Es ist auch ganz klar, dass das große Problem ist einfach diese Art von Migration von A zu B. Die ganze Visa-Maßnahme, die ganze Abschottungspolitik ist einfach die Grund, einfach diese große Problem vom Braindrain. Weil die meisten Migranten, die nach Europa kommen, beispielsweise, kommen nicht einfach das ganze Leben hier zu bleiben. Es ist einfach nur, die sind schon hier, die Möglichkeiten wieder hier zu kommen, ist auch wieder, ist immer wieder schwer. Und man soll das verstehen, dass diese Human Development Migration spielt eine große Rolle zu Human Development. So, das heißt, es ist nicht, dass wir gegen einfach diese Movement, vielleicht diese Exchange. Das ist ganz wichtig für Menschenentwicklung. Und so, das ist ganz klar. Aber nur dieses Problem von dieser Abschottung. Deswegen ändern die Leute einfach nur hier und die konnten nicht wieder zurückgehen. Und das ist einfach eine Politik, der richtig gebaut, einfach die Leute hier zu halten und die bringen deren einfach nur als ein Geschäft für die westliche Regierung ist. Denn zu diesen Fragen von
die Erwartungen vom Global Forum von Migration und Entwicklung und auch mit den anderen Fragen zu, was könnten wir machen? Ja, ich glaube, dass die Situation, die schlimme Situation passiert einfach nur, weil wir tun gar nichts auch. Beispielsweise, es passiert eine große Veranstaltung wie Global Forum for Migration and Development, aber viele von uns wissen davon nicht. Wir machen gar nichts, wir isolieren uns einfach nur von was die machen. Aber diese kleine Veranstaltung, der auch große Veranstaltung ist, ist einfach eine ganze Think Tank Mission, der einfach diese ganze Politik decken. Also einfach, wir ignorieren solche Sachen und es passiert, wir wissen nicht, was passiert und danach die Entscheidung geht weiter. Es ist einfach nur diese Strategie von Verstecken Verantwortung, weil nach dem Global Forum for Migration and Development bis zum Global Compact, was kommt, ist immer ein Global Denken. Es geht nicht einfach nur, dass man sagt, Deutschland, was ist deine Rolle? Die sagen, wir sind nicht verantwortlich. Das ist einfach eine globale Entscheidung. Das ist einfach, was passiert. So wie Deutschland versucht auch die EU-Politik einfach nur ihr eigenes Interesse zu beeinflussen, damit am Ende man sagt, okay, wir sind nicht verantwortlich. Es ist eine EU-Maßnahme. Wir sind nicht die einzige Regierung, die auch dabei ist. So, das ist einfach nur, was jetzt passiert. So, ich denke, dass wir brauchen einfach ein revolutionäres Bewusstsein mehr, weil jetzt entwickeln sich immer noch die Abschiebepolitik immer wieder, weil wir haben auch Widerstand geleistet, auch viel von uns auch. Gemeinsam haben wir blockiert, heimblockiert, dass Flüchtlinge nicht abgeschoben werden. Wir haben auch Flughafen versucht, auch Abschiebung zu scheitern. Aber das haben wir gemacht. Aber zurzeit, es passiert gar nichts mehr. Das System entwickelt sich, wir entwickeln uns nicht. So, deswegen müssen wir nachdenken, was können wir machen? Weil wir brauchen eine konfrontative Aktion. Zum Beispiel, manche in Stuttgart denken einfach, okay, wir gehen einfach hin, Bürgerasyl. Wie können wir das schaffen? Wir nehmen Leute in unsere Wohnung und dann wir sagen jetzt, die sind bei uns und so. Solche Sachen, wir müssen überlegen, was für eine Strategie konnten wir nutzen, um einfach nur diese Politik einfach nur als eine konfrontative Aktion auch dazu zu machen. Es geht nicht einfach um legal, weil was legal ist, ist immer, was legal ist, betont immer, was illegal ist. So, das heißt, wenn wir einfach nur die legale Ebene gucken, schauen, es ist immer schlimmer, weil die illegale Ecke ist von der legalen Ecke gebaut. Danke. Christian, du hast jetzt das letzte Wort. Du versuchst im Überblick zu behalten, was so alles passiert. Wo denkst du, kann man ansetzen? Was gibt es an Konferenzen, Gipfeltreffen, Foren? Du sagst eben im Vorgespräch, es gibt eine Reihe von solchen Geschichten im Moment mit dem Fokus auf Afrika. Siehst du irgendwo Ansatzpunkte für Widerstand oder Mitwirkung produktiv? Ja, aber vielleicht gar nicht auf diesen Foren oder Konferenzen. Also eine Sache, die sinnvoll ist, sich diesen ganzen Erzählungen zu widersetzen. Also vor ein paar Tagen, ihr habt es vielleicht gesehen, hat sich Minister Müller wieder ins Fernsehen gestellt und eine Zahl in den Raum gestellt, 100 Millionen Afrikaner seien also auf dem Weg in der Zukunft nach Europa. Mit solchen Szenarien werden da sozusagen Invasionsängste beschworen und dieser ganzen Politik, die jetzt beschrieben worden ist, der auch der Weg bereitet und das flankiert. Diese Dämonisierung von Migration als eine existenzielle Gefahr, als etwas, was Terror bringt, was Europa fundamental gefährdet, das zurückzuweisen, das ist sozusagen eine zivilgesellschaftliche Strategie, die notwendig ist aus meiner Sicht und das muss nicht auf diesen ganzen Konferenzen stattfinden, sondern es kann auch an vielen anderen Orten stattfinden. Das andere ist, dass ganz vieles von dem, was hier beschrieben wurde, in Deutschland seinen Ausgang nimmt. Es ist die deutsche Bundesdruckerei, die in Staatsbesitz ist, die jetzt die biometrischen Pässe für afrikanische Staaten druckt. Das sind europäische Rüstungskonzerne, deutsche Rüstungskonzerne, die Zäune und Mauern und Grenzkontrollanlagen in Afrika bauen. Es sind deutsche Bundespolizisten, die jetzt beispielsweise im Niger sind und nigerische Grenzkontrolleure ausbilden und trainieren. Diejenigen sind es dann, die den Weg durch die Sahara so versperren, dass die Flüchtlinge also Wege nehmen müssen, an denen keine Brunnen mehr sind und möglicherweise verdursten. Es gibt eine ganze Reihe von Anknüpfungsmöglichkeiten, wo man hier ganz konkret vor Ort sagen kann, hier wird diese Eingemeindung Afrikas in die europäische Grenzpolitik vorangetrieben, nimmt ihren Ausgang. Und es ist nicht so,
dass das den Akteuren egal wäre. Also ein Beispiel, zum Beispiel die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist ein wichtiger Player. Im vergangenen Jahr war es so, dass ein Projekt, das in diesem Valletta-Prozess aufgelegt worden ist, mit Sudan und Eritrea plötzlich in den Medien war, in den Nachrichten. Es gab da in ARD und ZDF Berichte darüber. Da wurde dann thematisiert, dass Sudan sich Internierungseinrichtungen im Rahmen eines GIZ-Projekts finanzieren lassen wollte. Das ist dann fallen gelassen worden. Die gibt es jetzt nicht. Da hat die GIZ nach relativ kurzer Zeit gesagt, naja, davon lassen wir besser die Finger. Jetzt sind sie nach Libyen entsandt worden. Alle haben es mitbekommen, wie die Zustände in den libyschen Internierungseinrichtungen sind. Die GIZ soll da jetzt in Zukunft vor Ort sein und sich darum kümmern, was mit den Leuten passiert, die aus dem Mittelmeer wieder zurückgeschoben werden und dann weiter in die Herkunftsländer geschoben werden. Also das sind alles Institutionen und Akteure, die hier in Deutschland auch sozusagen ansprechbar und rechenschaftspflichtig sind. Und der dritte Bereich ist der Bereich des Mittelmeers. Das ist sozusagen auch die Situation da hängt sehr stark davon ab, wie in Mitteleuropa, in Zentraleuropa diskutiert wird. In Deutschland, die Todeszahlen, das ist euch allen ja bekannt, sind in diesem Jahr wieder erschreckend hoch, zum Glück nicht ganz so hoch wie im vergangenen Jahr, aber immer noch in einer unakzeptablen Größenordnung, ungefähr 2000 Menschen seit Anfang Januar. Das kommt nicht von ungefähr. Das hat damit zu tun, dass die deutsche Bundeswehr, die da vor Ort ist, eben nicht zum Retten da ist. Gestern sind Zahlen bekannt geworden, nur ungefähr 10% der Rettungen, die laufen durch die europäische Marine oder durch die Bundeswehreinheiten, die da sind. Den Rest machen private Seenotrettungs-NGOs, die meisten davon aus Deutschland. Das ist ein Bereich, wo zivilgesellschaftlich Druck gemacht werden kann, dass die staatlichen Einrichtungen da ihrer Verpflichtung nachkommen, dieses Sterben zu beenden und das nicht den privaten Seenotrettungs-NGOs überlassen wird. Und gleichzeitig ist es im Moment auch so, das ist euch sicher nicht entgangen, dass die wahnsinnigen Druck ausgesetzt sind von Seiten der Justiz, aber auch von Seiten der Politik in den Bereich der Schlepperei, der Kriminalität gedrängt werden und darüber nachgedacht wird, die also auch justiziell zur Rechenschaft zu ziehen. Gerade vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, dass ein Mensch aus Dresden, der bei einer Dresdner NGO, die sich da im Mittelmeer engagieren wird, aktiv ist, vorgeladen wird, wegen Verdachts auf Schlepperei. Also das sind alles Dinge, wo man diesen unglaublich großen, schwer zu durchschauenden Komplex auf ganz konkrete Orte und Akteure hier in Deutschland runterbrechen kann und damit auch Ansatzpunkte finden kann. Vielen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort. Mir bleibt nichts mehr zu sagen als ganz herzlichen Dank euch allen, dass ihr da wart und mitgewirkt habt. Vor allem auch der Dolmetscherin für ihre Ausdauer. Ganz herzlichen Dank auch der Anarche, dass wir an diesem fantastischen Ort sein konnten, ohne einen Tropfen Regen. Vielen Dank dafür und danke auch an der TAZ für die Unterstützung der Veranstaltung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis nächste Woche in Hamburg vielleicht.